Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich hocke hier vor einer schiefen Straße. Warum ist die so schief? Na, die gehört so. Ich dachte gerade, das Bild ist krumm. Und hier hinten haben wir im Wald so ein paar Mauerreste. Jetzt ist Folgendes. Wenn wir im Wald Mauerreste finden, dann haben wir es, wenn wir ganz viel Glück haben, mit irgendwas Römischem zu tun. Super selten, gibt es aber teilweise noch. Wenn wir irgendwelche Erdhügel finden, dann haben wir es in vielen Fällen mit den Kelten zu tun. Auch was Schönes. Wir haben es mitunter mit dem Mittelalter zu tun. Auch noch positiv, in Anführungszeichen. Ne? Niemand beschwert sich, wenn er irgendwelche mittelalterlichen Mauerreste in seinem Wald rumstehen hat. Oder von den Römern eben. Dass die Römer auch viele schlimme Kriege und auch viel Massenmord und so weiter und so fort und entsprechende Sklaverei und so ein Kram bei sich hatten, liegt offensichtlich so lange zurück, dass das keinen mehr so richtig interessiert. Beziehungsweise niemanden mehr erschreckt, in Anführungszeichen. Ne? Wenn man die Römer erwähnt, dann denkt man an Asterix und Obelix. Man denkt vielleicht noch an die lustigen Bartruinen, die wir in Deutschland teilweise haben. Man denkt bestimmt nicht an die ganzen furchtbaren Kriege, die auch geführt haben müssen. Wobei man natürlich dazu sagen muss, damals aufgrund der entsprechenden Waffentechnik, war die Zahl der Toten, die da eben entsprechend bei rumgekommen sind, ja noch vergleichsweise überschaubar. Pro Gefecht. Andererseits, die Römer waren auch ziemlich lange dabei, Kriege zu führen. Deutlich länger als wir dann später. Jedenfalls gibt es, und das ist dann nicht so beliebt, auch Mauerreste, die eben aus einer ganz anderen Epoche stammen, nämlich aus dem 20. Jahrhundert, insbesondere so um die 30er und 40er Jahre herum. Und das ist natürlich eine ganz andere Situation, weil da muss man sich jedes Mal, beziehungsweise da wird sich jedes Mal gestritten, wenn man solche Mauerreste irgendwo im Walde findet, ob die jetzt nun weg müssen oder auch unter Denkmalschutz gehören. Ist eine intensiv geführte Diskussion jedes Mal, wenn sie geführt wird, wann immer irgendwie sowas entdeckt wird, was da noch irgendwo ist, was man bisher vergessen hatte, was man versucht hat, so ein bisschen zu verschweigen, dann geht's los. Darf man einen alten Deutsches Reich-Bunker unter Denkmalschutz stellen oder darf man es nicht? Gut, diesen hier, wenn der jetzt unter Denkmalschutz stehen sollte, was möglicherweise durchaus so ist, das konnte ich jetzt nicht recherchieren, da ist es schon zu spät, weil der ist schon gesprengt. Es ist ohnehin so, dass kaum noch irgendwelche intakten Verteidigungsanlagen aus dem Westwall, und hier befinden wir uns nämlich am Selbrigen, dazu komme ich gleich, noch übrig sind, weil nach dem Krieg erstmal an die Franzosen, also zumindest hier für Baden-Württemberg, der Befehl erging, sämtliche verbliebenen Bunker zu sprengen, und nachdem die Franzosen nicht ganz fertig geworden sind, hat auch die ganz frühe Bundeswehr, also kurz nach ihrer Gründung, eben entsprechend auch den gleichen Auftrag bekommen, die Reste der Nazi-Bunker quasi zu sprengen, um sich da wirklich deutlich von der Nazi-Zeit quasi abzuheben. Das war so ein bisschen der Hintergrund des Ganzen. Auch da war man relativ gründlich, aber hat halt nicht ganz alles erwischt, was meiner Meinung nach gut so ist, was andere Leute wieder anders sehen. Und das ist natürlich ein Thema, was man durchaus auch viel diskutieren kann. Aber ich finde die Reste der Westbefestigung der Nazis schon wichtig, einfach als abschreckendes Denkmal. Ein Denkmal muss ja nicht immer was Positives sein. Ein Denkmal kann auch ein negatives Gebäude sein, also wirklich ein Überbleibsel einer schlimmen Zeit, um eben daran zu erinnern, dass es halt da schlimm war und man das nach Möglichkeit eben nicht nochmal haben braucht. Hoffen wir es sehr. Und in diesem Zusammenhang möchte ich also auch ein bisschen dieses Video bitte verstanden wissen. Ich möchte jetzt keinesfalls darauf hinweisen, das ist eine Bunkerruine, die ist toll, die ist super interessant. Wenn ihr auch Bunkerruinen habt, guckt euch die unbedingt an, die sind total spannend. Naja, das ist schon so. Aber man muss das wirklich im richtigen Kontext sehen. Sie sind spannend als mit einer morbiden Faszination. Das ist wie der Verkehrsunfall, ne? Wo irgendwelche Leichenteile in der Gegend fliegen. Wenn man das an der Autobahn sieht, wenn man vorbeifährt und so weiter, ne, dann gibt es ja immer den schönen Gafferstau, kennt man, weil das muss sich jeder angucken. Das ist schrecklich und faszinierend zugleich. Und ich finde, in der gleichen Art und Weise sollte man versuchen, auch diese Bunker zu betrachten. Im ersten Moment, wenn man sich sowas anguckt, also so geht es mir zumindest, ist man erstmal nur, oh, das ist interessant, das ist interessant. Das war damals, aha, oh, interessante Zeit. Eine schlimme, eine furchtbare Zeit des Schreckens ist immer rückwirkend, historisch gesehen, auch super interessant. Und jetzt ist es halt ein interessantes Phänomen, je länger Kriege und furchtbare Ereignisse zurückliegen, desto weniger schlimm werden sie angesehen. Scheinbar ist der Zweite Weltkrieg noch nicht ganz lang genug her, dass man die Aufbereitung der Ereignisse von damals schon derartig
ja, aufgeklärt in Anführungszeichen durchführen kann, dass es kein Problem mehr darstellt, eben solche Bunkerreste in Deutschland noch stehen zu haben. Teilweise ist das wirklich noch eine Sache, die wirklich viel diskutiert wird, weil das unter Denkmalschutzstellen von den Dingern für viele Leute irgendwie positiv assoziiert, dass die da sind. Und das ist ja nicht positiv, dass die da sind. Und deswegen ist das ein Thema, was wirklich schwierig ist. Ja, da wollte ich nur mal kurz noch so ein paar Gedanken eben jetzt zu loswerden, bevor ich mit dem eigentlichen Video starte. Besagtes eigentliches Video, da geht es jetzt um Folgendes. Und zwar ist das hier ein Rest von einem Westwallbunker. Es ist leider doch kein Regelbau 10. Ich war hier schon mal und in den Kommentaren wurde darauf hingewiesen, dass das wahrscheinlich ein Regelbau 10 ist. Ist es nicht. Er hat Elemente, die da sehr ähnlich sind wie bei einem Regelbau 10. Ich weiß nicht, was für ein Regelbau es ansonsten ist. Wahrscheinlich irgendwas, was noch ein bisschen jünger war, was dann erst später nach dem Regelbau 10 kam. Oder ein bisschen davor. Da wir uns hier direkt am Rhein befinden, hatten sie ja eigentlich die eher stärkeren Bunker direkt an den Rhein gesetzt, weil da ja mit am meisten Kampfhandlungen zu rechnen wäre. Dass es ein Regelbau 10 nicht sein kann, bin ich mir ziemlich sicher, weil ich erst vor ein paar Tagen einen intakten Regelbau 10 besichtigen durfte und jetzt genau weiß, wie die exakt aussehen. Und der da ist ein bisschen zu groß. Der hat noch zusätzliche Räume in irgendeiner Form wahrscheinlich gehabt. Also, ja, ist noch nicht abschließend geklärt. Ich gucke es mir gleich nochmal ein bisschen genauer an. Vielleicht ist es ja doch ein Zehner. Wir werden sehen. Kurz zur Historie vom Westwall. Der Westwall ist eben das Bollwerk nach Westen des Dritten Reichs. Es war durchaus ein physisches Hindernis. Die hatten da schon viele Bunker hingestellt, irgendwie 18.000 oder sowas, nagelt mich mit der Zahl nicht fest, aber es war eine unglaublich hohe Zahl von Bunkern, die da rumgestanden sind. Und zweitens wurde entsprechend auch viel Propaganda betrieben, sowohl bei Freund als auch bei Feind, um darauf hinzuweisen, was für ein unglaublich mächtiges Bollwerk dieser Westwall doch ist. Auch als Operation oder Projekt oder irgendwie sowas Limes bezeichnet, also in Anlehnung an den entsprechenden römischen Grenzwall, der allerdings nie dafür gedacht war, dass da keiner durchkommt, sondern eher, dass es bemerkt wird, wenn jemand durchkommt. Aber gut, das spielt jetzt keine so große Rolle. Jedenfalls, dieser Westwall, der war schon von seinen Dimensionen her beeindruckend, aber er war über seine komplette Lebensdauer nie vollständig bemannt und nie mit aller Ausrüstung ausgerüstet, die hätte da sein sollen. Damit war er nur begrenzt tauglich für irgendwas, eigentlich. Aber das wusste damals keiner. Man kann schön daran erkennen, dass als damals dann der Rhein überquert wurde, als die Amerikaner kamen zusammen mit den Franzosen, also im Fall von jetzt hier in Baden-Württemberg kamen ja größtenteils nur die Franzosen, das war schon relativ interessant, wie zögerlich die über den Rhein sind. Die hätten mehr oder weniger einfach rübermarschieren können, plus minus ein bisschen, Aufwand dabei eben entsprechend betreiben. Aber sie sind wahnsinnig zögerlich vorgegangen, weil sie eben Angst vorm Westwall hatten, dieses schlimme, schlimme Bollwerk da nach Westen raus. Es gab eklatante Fehler in der Anlage von dieser Verteidigungszone und das ist meiner Meinung nach somit einer der Hauptgründe, weshalb man die Bunker, die noch da sind, ein bisschen erhalten sollte, einfach um zu zeigen, die ach so tollen Nazis haben da totalen Scheiß hingebaut. Eigentlich. Es wusste nur keiner. Was in zweierlei Hinsicht wichtig ist. Erstens, die Nazis waren doof. Mindestens das. Ne? Mindestens. Zweitens, die Propaganda der Nazis hat hervorragend funktioniert. Also, ne? So ein Nazi ist böse, aber seine Propaganda war gut im Sinne von sehr erfolgreich. So, weil eben alle hatten Angst davor. Aber zum Beispiel so ein Regelbau 10 oder so ein Bunker wie der da mit einer Wandstärke von 1,50 Meter Beton mit relativ wenig Stahl drin, weil Stahl war damals schon knapp, als man angefangen hat, den Westwall zu bauen. Man sollte immerhin 80.000 Bunker aufstellen. Da wird Stahl relativ schnell ziemlich knapp. Entsprechend sind auch die Panzerelemente, die eigentlich aus irgendwelchen festen Metallen hätten sein sollen, also sprich irgendwelche Panzertüren oder ähnliches, dann irgendwann aus irgendwelchem Weichmaterial zusammengebaut wurden. Auch irgendwelche Panzerkuppen, die es ermöglichen sollten, in alle Richtungen zu feuern, bestanden dann teilweise aus einem guten Gewehrschuss, hätten sie noch standgehalten. Mit dem MG hättest du wahrscheinlich schon durchgeschossen. Also da gibt es so viele Fälle, wo einfach das Material ausgegangen ist, wo es dann viel mehr Schein als Sein war. Und selbst wenn sich jetzt so zwei Schützenbunker gegenüberstehen, und ich habe da ein paar Bilder dazu, zum Beispiel wie so eine Luke aussah, aus der man dann gefeuert hat, aus so einem Regelbau 10 Bunker. Also das ist einer der häufigsten Bunkertypen, die am Westwall verwendet wurden. Wenn sich zwei solche Bunker gegenüberstehen, auf beiden Seiten vom Rhein einer, und der erste feuert, dann sieht der auf der anderen Seite das Mündungsfeuer.
und dann kann er auf das Mündungsfeuer feuern. Und dann ist der tot, der zuerst geschossen hat. Weil der, der als zweites schießt, weiß, wohin er schießt. Und eine Salve in Richtung dieser Luke, aus der gefeuert wird, reicht vollkommen aus, wenn da eine Kugel reingeht, weil dahinter ist alles ein kleiner Betonraum. Wenn die Kugel hinten den Beton trifft, dann gibt es genug Betonsplitter, die in der Gegend rumfliegen, dann gibt es Splitter von der Kugel, die in der Gegend rumfliegen. Ausreichende Panzerung, also Körperpanzerung hatten die Soldaten damals nicht, die waren dann alle tot. So ist es tatsächlich passiert in der einen Kampfhandlung, die zu Beginn des, also noch relativ zu Beginn des Krieges, mit dem Kriegseintritt Frankreichs eben entsprechend stattgefunden hat, als es hier zum sogenannten Sitzkrieg kam zwischen eben den Deutschen im Westwall und den Franzosen in ihren entsprechenden Befestigungen auf der anderen Seite vom Rhein. Ein deutscher Soldat ist zwischen zwei Bunkern durch einen Schützengraben durchgelaufen. Also sämtliche Bunker waren untereinander mit Schützengräben verbunden, damit man da auch schön hin und her rennen kann. Hat sich nicht genug gebückt und war halt zu sehen, der Kopf. Diese Schützengräben sind ja nicht so tief. Man muss da immer gebückt gehen, wenn man nicht gesehen werden möchte. Daraufhin haben die Franzosen ein, zwei Salven rüber gefeuert und eben dann haben Leute im Deutsch, also deutsche Soldaten in ihrem Bunker eben das Feuer gesehen auf der anderen Seite, haben da zwei Salven drauf gefeuert und die drei Franzosen, weil sie eben das Loch getroffen haben, in dem das MG steht, waren alle tot. So. Und das war es allerdings auch, was an Kampfhandlungen stattgefunden hat. Hätte es mehr Kampfhandlungen gegeben, wäre das wahrscheinlich immer so abgelaufen. Der, der zuerst schießt, ist zuerst tot. Weil der, der als nächstes schießt, sieht, woher das Feuer kam und dann dahin feuern kann. Allein das ist ja relativ aussagekräftig zur Sinn und Zweck dieser Bunker. Andere Sache. Diese Bunker hatten einen Notausgang, mit dem man aussteigen kann, wenn die regulären Ausgänge des Bunkers versperrt sind. Macht überhaupt keinen Sinn, weil dieser Notausgang führte quasi nur aufs Dach vom Bunker. Wenn also ein Feind jetzt in der Lage ist, die regulären Bunkerausgänge entsprechend zu versperren, dann hilft der Notausgang überhaupt nicht, weil dann kann er sich auch noch zusätzlich aufs Dach stellen und sobald da die entsprechende Luke aufgeht, also da gab es gar keine Luke, sondern eigentlich nur einen Schacht, schmeißt dann Handgranate in den Schacht, in dem Moment, wo die da anfangen hochzusteigen und dann sind sie auch alle tot. Also ne, so ein paar Dinge, die da wirklich nicht so gut gelaufen sind. Außerdem, ein Regelbau 10 hätte nur einen Artillerietreffer überstanden und beim zweiten wäre er kaputt gewesen. Interessanterweise wussten das sogar schon die Nazis, die hatten nämlich irgendwann mal selber getestet, wie stabil ihre Regelbau 10 Bunker bzw. ihre Bunker vom Panzerungstyp B eigentlich genau waren und da kam halt das eben raus. Ein Artillerietreffer, den stecken sie noch weg, ohne zusammenzubrechen. Sie sind dann schon schwer beschädigt und beim zweiten bricht der komplette Bunker zusammen. Macht also nicht so viel Sinn. Aber das wusste der Feind nicht. All das wusste der Feind eben entsprechend nicht. Was der Feind auch nicht, dann aber schon wusste, ne, das wussten sie dann doch, wenn du von der anderen Seite kommst. Der Westwall verteidigt nach Westen. Kommt man von Osten, dann gibt es lediglich noch bei den meisten Bunkern eine kleine Öffnung. Also was heißt eine kleine, die sehen wir gleich, die kann man hier angucken. Eine relativ kleine Öffnung, durch die mit dem Standardgewehr, eben entsprechend mit dem Karabiner, dann gefeuert werden konnte, um den Bunkereingang quasi zu verteidigen. Dass also dann niemand direkt an den Eingang rankommt. Gut gedacht, schlecht umgesetzt, weil weit konnte man da nicht schießen. Diese Bunker lagen ja alle relativ tief. Man konnte also wirklich nur den unmittelbaren Bereich um den Bunkereingang quasi verteidigen. Wären die Soldaten im Bunker nach außen gekommen, wäre es überhaupt kein Problem gewesen, mit zwei, drei Feinden, in Anführungszeichen, dass die da irgendwo vielleicht noch ein MG hinstellen und einfach warten, bis die da rauskommen, bis die entsprechend ausgehungert sind oder sonst wie. Man hätte also nur von hinten kommen müssen, das hat man letztendlich ja auch getan, und hätte den Westwall problemlos auflösen können, einen Bunker nach dem anderen. Oder von der Seite kommen, auch das hätte funktioniert. Die entsprechende Öffnung mit dem MG ging nur in Richtung Westen. Gab so gut wie keine Verteidigung zu den Seiten und nach hinten eben auch nur sehr, 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 sehr begrenzt. Außerdem hatten sie in den Bunkern, insbesondere in so einem Regelbau 10, unglaublich enge Wohnverhältnisse, sehen wir auch gleich. Und hätten es da eh nicht lange ausgehalten, denen wäre nach 4-5 Tagen oder was spätestens das Wasser ausgegangen. Wenn sie also nicht aus ihrem Bunker hätten raus können. Noch ein Fehler, der bei diesen meisten dieser Regelbauten eben entsprechend gewesen ist, das hat man zwar ursprünglich gut überlegt, aber in der Umsetzung war es auch wieder schwierig, weil so ein Bunker hatte einen Kampfraum und einen Aufenthaltsraum. Ich versuche da immer entsprechend nochmal ein bisschen Bildmaterial dazu zu klatschen, dass man das dann auch eben entsprechend sieht.
So, das Problem ist jetzt, wenn man vom Aufenthaltsraum in den Kampfraum möchte, also vom Mannschaftsraum in den Kampfraum, woraus das MG bedient werden kann, um halt eben in Richtung Frankreich zu schießen, dann muss man den Bunker verlassen. Es gab keinen Zugang zwischen dem Aufenthaltsraum und dem Kampfraum. Wurde der Bunker also belagert, musste man einmal schnell außen rumlaufen, um eben entsprechend Leute, die im Kampfraum jetzt gerade tot am Boden liegen, zu ersetzen. Alles nicht so raffiniert. Andererseits hätte man Kampfraum und Mannschaftsraum miteinander verbunden und im Mannschaftsraum wäre es sicher gewesen und im Kampfraum nicht, da war es nämlich mit Sicherheit nicht sicher, wären wahrscheinlich die Soldaten grundsätzlich bei jedem Schusswechsel sofort in den Mannschaftsraum gewechselt und hätten nicht zurückschießen können. Das wollte man nicht. Deswegen hat man das so gebaut. Ja, alles so ein bisschen diffizil, das Ganze. Ja, nochmal kurz zur Historie. Eben, es gab diesen Sitzkrieg. Zu Beginn des Krieges, wo halt diese Kampfhandlungen stattgefunden haben. Danach war lange nichts, bis 45, bis dann letztendlich die Franzosen über den Rhein kamen und die Amis über den Rhein kamen und wir quasi schon verloren hatten. Zu diesem Zeitpunkt hat man dann gemeint, jetzt wäre es eine gute Idee, die Hitlerjugend nochmal die Bunker reaktivieren zu lassen vom Westwall, also den Westwall wieder aufleben zu lassen. Der Feind hatte davor auch eine Menge Angst und ist deswegen sehr zögerlich über den Rhein und nur an einzelnen Stellen über den Rhein und hat da wirklich sich ganz, ganz viel Mühe gegeben. Man hätte hier in der Region fast überall vergleichsweise einfach übersetzen können. Vergleichsweise einfach, weil die Bunker wirklich miserabel ausgestattet gewesen sind. An einem Punkt konzentrierter Angriff und man wäre mehr oder weniger drüben gewesen. Mit gar keinen oder minimalen Verlusten. Aber das wussten sie nicht. Die haben da wirklich mit massivem Widerstand gerechnet und deswegen kamen sie dann letztendlich von hinten. Was dazu geführt hat, dass es überhaupt keine Kampfhandlungen mehr gegeben hat zum Kriegsende. Was deswegen vor allen Dingen gut ist, weil die Bunker ja größtenteils mit Hitlerjugend besetzt waren. Und da muss man ja echt sagen, da ist es echt besser, dass es da keine Kampfhandlungen mehr gegeben hat. Das Ergebnis wäre ziemlich dramatisch gewesen. Ja, was war dazwischen? Da stand der komplette Westwall leer, weil man das Material, das da eben entsprechend eingesetzt war, überall anders verwendet hat. Selbst die Betten, die in den Bunkern drin waren, haben sich die Zivilisten geschnappt und in zivilen Luftschutzbunkern eben entsprechend verwendet, um da halt mehr Betten zu haben, dass man da besser eben entsprechend unterkommt, wenn die Bomber kommen. Also die waren vollständig ausgeräumt, besagte Bunker. Ja. Und naja, ist ja alles gut ausgegangen, wie wir inzwischen wissen. Das also soweit zum historischen Hintergrund und was sie dazu noch so zu sagen hatte. Und jetzt gucken wir uns besagten Bunker auch mal an. So. So, ich hoffe, man sieht mich. Ich war hier schon mal für ein anderes spontanes Video. Da bin ich einfach hergefahren und habe hier spontan gesehen, oh, hier ist ein Bunker und habe halt ein bisschen gefilmt. Inzwischen bin ich ja schlauer und habe jetzt ein paar mehr Informationen. Also, was wir hier sehen, ist der Eingang. Das ist also quasi die Bunkerrückseite. Geschossen wurde primär in die andere Richtung. Also wahrscheinlich so schräg bis so halb darüber. Schwer zu sagen, weil ich den Bunkertyp eben nicht genau zuordnen kann. Wenn es im Regelbau Nummer 10 wäre, dann würde er exakt hier in die gegenübergesetzte, also quasi in diese Richtung schießen. So. Primär. Es gibt da schon einen gewissen Winkel, der abgedeckt wird vom der entsprechenden MG-Scharte. Warum vermute ich, dass es sich nicht um einen Regelbau Nummer 10 handelt, für diejenigen, die sich damit ein bisschen auseinandergesetzt haben? Wenn es ein Regelbau 10 wäre, müsste es von hier unten irgendeinen Zugang zum separaten Kampfraum geben. Es hat wohl schon da hinten noch irgendwelche Räume gegeben, das gucken wir uns gleich an. Aber der Kampfraum ist überhaupt nicht mehr zu erkennen, so wie er beim 10er sein sollte. Der liegt einen halben Meter höher als der Mannschaftsraum, besagter Kampfraum, vom Boden her. Das heißt, die überschneiden sich doch noch auf einem Großteil der Fläche. Das ist hier wirklich überhaupt nicht zu erkennen. Deswegen glaube ich nicht, dass das hier ein Regelbau Nummer 10 ist. Aber das hier erstmal die Gesamtansicht der Rückseite. Außerdem hat er hier diese komische Rampe, in der ich drin stehe. Die werde ich gleich noch mal ein bisschen entsprechend filmen. Also alles sehr mysteriös. Wir gehen rein. Ja, das hier ist die entsprechende Rampe als Innenansicht sozusagen, also von der Bunkertür aus gesehen. Wozu die gut gewesen ist, kann man echt nur spekulieren. Ich habe da bisher noch nichts gefunden, was da die Funktion gewesen sein könnte. Dass es sich besser verteidigen lässt, wenn der Feind hier in die Rampe runterspringen muss und dann aus vollen Rohren quasi behackt werden kann. Ich weiß es nicht. Ich habe zuerst gedacht, dass man hier eventuell noch einen Panzer abstellen kann oder sonst irgendwie hier runterfahren quasi als Garage sozusagen.
Schwer zu sagen. Also wer eine Idee hat, und jetzt muss ich kurz auf Wackelkamera schalten, damit wir hier noch ein wenig das Ganze abfilmen können. Also ihr seht, das ist hier so eine, da drüben ist auch nochmal so eine Betonwand, man kann sie hier erahnen, ist halt hier eben so eine entsprechende Rampe und hier eben der Eingang des Ganzen. Sehr mysteriös. So, das hier ist der linke Zugang. Der Bunker wird mit ziemlicher Sicherheit zwei Eingänge gehabt haben, zwei Haupteingänge. Sieht jetzt so aus, als wäre der hier halb zugeschüttet, ist er aber nicht. Die waren tatsächlich unglaublich niedrig. Vielleicht ist er 10 cm zugeschüttet oder irgendwas. Ihr seht da hinten ansatzweise im Dunkeln noch so eine Art Stufe. Gehen wir noch mal kurz näher hin. Ja, da kann man sie erkennen. Wahrscheinlich war der Eingang auf der Höhe dieser Stufe. Und hier ist es halt noch ein bisschen zusätzliche. Geschützt wurden diese Eingänge mit massiven Panzertüren, die waren gewehrdicht auf jeden Fall. Die ersten Bunker, die man gebaut hat am Westwall, also auch so ein Regelbau 10, die waren ursprünglich auch gasdicht, weil man aus den Erfahrungen vom Ersten Weltkrieg gelernt hatte und eben mit Gasangriffen gerechnet hat, die es allerdings nie gab. Ob dieser hier gasdicht ist, weiß ich nicht. Ich kann keine Anzeichen dafür erkennen. Es gibt bei einem Regelbau 10, würde es hier in der Wand jetzt das Ofenrohr geben. Der hatte nämlich innen drin einen Ofen, dass man da eben entsprechend auch heizen konnte. Und das kam standardmäßig hier aus der Wand und müsste quasi hier rauskommen. Das ist aber auch nicht der Fall. Zwar ist da eine Öffnung, aber ich glaube nicht, dass das ein Teil des Ofenrohrs gewesen ist. Dazu habe ich allerdings ein Bild, wie das beim Regelbau Nummer 10 gewesen ist, und erzähle euch jetzt einfach mal geschwind, was man dazu noch ergänzen kann. Und zwar ist dieses Rohr quasi dafür da, dass wenn man oben auf dem Dach vom Bunker der Feind steht und schmeißt eine Granate in quasi den Schornstein, dann würde die ja normalerweise bis in den Ofen rollen und dann fliegt da unten der Ofen um die Ohren und alle im Bunker sind tot. Klar, ne? So, deswegen hat man da quasi ein umgekehrtes Y eingebaut in den entsprechenden Schornstein. Und der eine Balken des Y hat tatsächlich, also von der Gabel des Y, hat tatsächlich in den Ofen geführt, war aber oben mit einem massiven Metallgitter versehen. Und der andere Arm des Y hat hier raus in den Bunkervorraum geführt, weil wenn die Handgranate hier rausfällt, aus dem Rohr, das da in der Wand da entsprechend dann war, als es da, wenn es da halt jetzt ein Rohr geben würde, dann wäre die Handgranate hier unten gelandet, wäre hier explodiert und gar nichts wäre passiert, weil hier draußen, da tritt eine Handgranate keinen Schaden an. Außerdem, diese Treppenscharte, ich glaube die heißt so, die war von innen auch verschließbar. Das ist so die Standardverteidigungsscharte eben für den Vorraum des Bunkers. Da saß man dann eben entsprechend innen drin mit den normalen Gewehren, die die Soldaten so griffbereit hatten. Es wird diskutiert, ob man da eventuell auch ein MG nochmal angebracht hat für die Bearbeitung von hier hinten. Aber das ist eher unwahrscheinlich. Also da konnte man dann halt eben hier diesen Bunkervorraum eben entsprechend von da drinnen aus verteidigen. Das ließ sich aber auch mit einem massiven Schott eben entsprechend schließen, dass da auch keiner reinkommen oder reinschießen oder sonst eine Handgranate reinwerfen konnte. So, was wir hier jetzt noch haben, das ist interessant, ist der Rest von einem Rohr, was hier unten rauskommt. Jetzt weiß ich nicht, ob das tatsächlich jetzt doch der Schornsteinrohr ist, weil wir können von diesem Rohr noch relativ viel sehen. Erstens kommt es da unten natürlich raus. Zweitens kann man es hier oben auch noch eben entsprechend erkennen, dass es nach oben geht. Also es wäre schon möglich, dass das in irgendeiner Form tatsächlich die eine Hälfte von diesem Y-Ofenrohr ist, aber das müsste man dann ja auch innen sehen können, und zu diesem Zwecke, ich bitte um Entschuldigung wegen der Wackelkamera, aber mit dem Stativ und dem ganzen Grünzeug hier ist nicht leicht zu hantieren, da müsste das jetzt quasi dieses Rohr auch nach hier innen gehen und da müsste der Ofen gewesen sein, wenn das die gleiche Konstruktionsweise ist. Aber jetzt muss ich erstmal einen Schnitt machen und hier mein Stativ umbauen, weil jetzt geht's rein. Ja, und das hier ist eben die Stelle, an der jetzt das Ofenrohr rauskommen müsste, wenn da der Ofen gestanden wäre, was offensichtlich auch nicht der Fall ist. Demzufolge wieder ein Grund daran zu zweifeln, dass es sich hier um einen Regelbau Nummer 10 handelt. Dann haben wir hier wahrscheinlich die Überreste
von einer Tür, dass das hier halt mal der obere Bereich von einer Tür gewesen ist, ist schon stark Verheerung angerichtet worden bei der Sprengung des entsprechenden Bunkers. Das würde passen. Ne? Also ich bin jetzt hier rein. Hier war vermutlich in irgendeiner Form der Eingang, also der eine Eingang. Und dann kommt man hier so eine kleine Treppe, geht ums Eck, damit niemand reinschießen kann und würde jetzt hier durch die Tür in den Mannschaftsraum kommen, wenn es denn ein Nummer 10 Bunker wäre. So, was mich jetzt allerdings stutzig macht, ist das hier. Ein 10er Bunker hat nämlich keinen so großen Vorraum direkt neben der Tür. Und wie man hier sehen kann, haben wir hier einen relativ großen Vorraum direkt neben der Tür. Diese Bunker, insbesondere der Regelbau 10, waren verdammt eng. Da war wirklich nicht viel Platz drin. Ihr habt ja schon entsprechend ein paar Bilder gesehen. Ich halte es also für unwahrscheinlich, dass das hier einer gewesen ist. Weil, wie gesagt, hier kommt man direkt rein. Also heute. Früher aber war da auch mit Sicherheit irgendwo noch ein Zugang, vermutlich. Und hat hier vergleichsweise viel Platz. Wenn es ein Regelbau 10 wäre, dann wäre jetzt hier der Bereich hinter dieser Mauer der Kampfraum. Aber diese Mauer hatte auch wieder eine Tür. Hier war mit Sicherheit eine Tür, weil sonst wäre hier dieser Stein nicht so glatt. Das heißt, wir haben also wirklich definitiv eine andere Architektur, als das beim Regelbau Nummer 10 eben entsprechend der Fall ist. So, jetzt habe ich aber genug erklärt, warum das hier nicht Regelbau Nummer 10 ist. Was hier jetzt noch für ein Raum war, können wir jetzt nur spekulieren. Und leider ist die andere Seite, insbesondere die Seite, wo man hätte rausschießen müssen, wirklich nur noch ein reiner Trümmerhaufen. Hier könnt ihr schön entsprechend sehen, dass da nicht mehr viel ist. Da war ein Maus. Ja, ist klar, dass die hier drin wohnen. Dazu komme ich später noch ein paar Takte zu dieser Thematik. Und da ist wirklich alles komplett kaputt. Deswegen kann ich auch wirklich überhaupt nicht mehr feststellen, wo da eventuelle Geschützöffnungen gewesen sein könnten, wo man halt eben mit dem MG dann entsprechend rausgefeuert hat. So, wir gehen ein Stück weiter. Der noch einigermaßen intakt aussehende Eingang, von dem würden wir jetzt kommen, wenn wir hier vorne aus dem zentralen Loch kriechen würden. Hier ist also jetzt ein Riesenhaufen Erde, der hier entsprechend im Weg rumliegt. Die Öffnung hier links, die da. Das ist die Schießscharte, die wir gesehen haben, also diese Treppenscharte, die von außen so wie eine Treppe aussieht. So, und jetzt kämpfe ich mich hier mal durch den Dschungel ein wenig vor und gucke, ob wir da hinten in dem Loch noch was erkennen können. So, also was man hier jetzt erkennen kann, ist eben hier links, wo das Licht reinfällt, das ist nur der noch intakte Eingang, entsprechend die Wand dahinter, da gab es ja auch diese Schlitze, vielleicht waren die irgendwie dafür gedacht, um da irgendwelche Regale anzubringen. Im Regelbau Nummer 10 war es so, dass direkt hinter dem Eingang die Gewehre gelagert wurden, im einen Eingang. Im anderen Eingang gab es einen gasdichten Schrank, der dafür gedacht war, um mit Giftgas kontaminierte Kleidung eben entsprechend darin aufzubewahren. Das war auch so eine Art Gasschleuse, wo der vergaste, mit Gas angegriffene Soldat eben entsprechend seine Kleidung ablegen konnte. Dann hat man im Bunker einen Unterdruck erzeugt und quasi die Luft, die von außen kam, durch die Tür, als die Tür geöffnet wurde, hat man dann durch die gewisse Ventile, die der Bunker überall hatte, entsprechend wieder nach außen befördert. Wenn das hier ein Regelbau Nummer 10 wäre, ist es nicht. Ob das also hier so gemacht wurde, können wir nur spekulieren. So, jetzt ist hier noch ein Sekundärausgang entstanden, hier auch mit so einem interessanten Rohr. Das könnte auch eins dieser Ventile gewesen sein. Im noch intakten Bunker sitzen hier so rote Ventile drauf, auf diesen Dingern. Und deswegen gehe ich schwer davon aus, dass auch dieser Bunker hier solche Ventile gehabt zu haben scheint. Jedenfalls ist dieser Sekundärausgang hier tatsächlich wahrscheinlich durch Sprengungen entstanden. Wenn wir nämlich hier uns die Wand angucken, stellen wir fest, dass hier mit Sicherheit keine Tür gewesen ist. Das ist also abgebrochen. Und auch diese ganze Felsmasse, die hier eben entsprechend rumliegt, weist jetzt nicht unbedingt gerade darauf hin, dass hier mal eine richtige Tür gewesen wäre. So, Blick in den Hauptraum, geht jetzt wieder hier runter. Ich bin hier jetzt also eben entsprechend hochgekraxelt und wahrscheinlich ist dieser Bereich da, den wir hier sehen, eben der Mannschaftsraum. Ich gehe jetzt mal aus der Sekundärtür raus, oder? Nein, ich gehe zurück in den Mannschaftsraum. So, und das hier ist jetzt eben diese große
dieser große Ausgang zur anderen Seite und dann ist man aus dem Bunker auch schon wieder raus, der sekundär eben durch Sprengung entstanden ist, war es dieser Hohlraum, der da eingebrochen ist, dieser große hier. Das wird mit Sicherheit eben auch nochmal der Mannschaftsraum gewesen sein, also zur Orientierung, dass ihr wisst, wo ich mich jetzt befinde. Der war wohl relativ groß, weil sonst hätte der Brocken hier, der dahinter den Pflanzen zu erahnen ist, nicht so tief ins Loch reinrutschen können. Und hier gibt es auch nochmal einen interessanten Hohlraum, der da eben entsprechend drauf hindeutet. So, wir gehen noch ein paar Schritte zurück und versuchen uns mal das Ganze im Ganzen anzugucken, soweit das geht. Also hier nochmal eben der Zugang jetzt in der Bildmitte. Jetzt kann man ganz schön sehen, dass hier ein Teil des Daches runtergebrochen ist. Man sieht hier auch ganz gut die Gesamtdicke des Daches. Dazu kommen wir aber nachher noch. Ein Großteil des Daches hat sich hier aufgestellt. Das reicht hier bis hier oben und ist da jetzt quasi so flach drin liegend und geht auch eben entsprechend relativ tief hier runter. Also wie ja genau das zusammengebrochen ist nach der Sprengung, da bin ich leider überfragt und kann das so nicht feststellen. Interessant ist auf jeden Fall, wenn wir jetzt noch mal in Richtung Ausgang in Anführungszeichen gehen und uns umdrehen, dann stellen wir fest, dass hier noch mal ein massiver Klotz Bunkerdecke vermutlich eben entsprechend rumliegt, der vermutlich hochgeworfen, umgedreht und dann entsprechend noch mal runtergekracht ist. Anders kann ich mir jetzt nicht so ganz erklären, wo dieser Klotz hier sonst herkommen soll. Also heißer Hopsasa. So, und hier haben wir jetzt nochmal den Rest in Anführungszeichen. Hier drüben rechts, da war der Ausgang, aus dem ich gekommen bin. Und das ist jetzt quasi der vom Ausgang aus gesehen noch linke Teil der Mauer. Was man hier ganz schön sehen kann, ist in diesem Klotz, der hier oben drauf liegt, hier unten dieser Trägerbalken, wahrscheinlich begann da die Wand. Und hier ragt ja auch der Stahlbeton nach unten. Hier befindet sich die Wand und wahrscheinlich wird hier also eben noch ein schönes Stück Wand gewesen sein, was hier jetzt abgebrochen ist, was hier ursprünglich drunter saß. Und der Deckel hier saß hier mal mehr oder weniger drauf. Das sieht von der Bruchkante auch so aus, als ob der da mal drauf gesessen wäre. Entsprechend. Was man hier allerdings gut sehen kann, ist halt eben, wie dick dieser Bunkerdeckel da gewesen ist. Und das sind nur eben entsprechend, ja, wenn es überhaupt 1,5 Meter sind, aber ich glaube schon, dass das der 1,5 Meter Bunker ist. Und das ist halt ein Bunker der Stufe B. Das waren die, die nur einen Artillerietreffer überstanden haben und beim zweiten zusammengebrochen wären. Also der hier war nicht sehr solide. Und abgesehen davon, dass er natürlich nachträglich gesprengt wurde, ne, um das nochmal klar zu machen, der ist nicht im Krieg so zugerichtet worden, sondern hinterher hätte er eben Artilleriebeschuss, den es nicht gegeben hat, auch wahrscheinlich nicht groß überstanden. Mit der eigentlichen Bunkerbesichtigung sind wir jetzt damit durch. Mehr gibt es hier mehr oder nicht zu sehen. Man könnte sich hier noch durch die Hecke schlagen, aber ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich habe eine kurze Hose an. Dementsprechend komme ich da jetzt wirklich so gut wie nicht durch. Alles andere ging ja jetzt noch einigermaßen, beziehungsweise ich habe mir vorher auch teilweise, das habt ihr nicht gesehen, mit einem Stock entsprechend ein bisschen den Weg freigeklopft. Gut, aber das war's im Großen und Ganzen. Aber eine Sache möchte ich jetzt gerne noch erwähnen, deshalb stehe ich auch wieder vor der Kamera. Solche Reste, egal ob die jetzt noch theoretisch aus dem Mittelalter stammen oder woher auch immer, oder sogar halt eben sogar noch aus dem Zweiten Weltkrieg, insbesondere solche Reste an Bunkern, die sind immer durchaus wertvoll für die Natur. Da kann man nämlich mehrere Sachen relativ schön beobachten. Erstens mal holt sich die Natur selbstverständlich die Überreste von diesem Bauwerk hier zurück. Das gucken wir uns gleich nochmal in zwei, drei Aufnahmen an. Zweitens ist es immer gut, wenn man in einer vergleichsweise gleichförmigen Landschaft, die überall ähnlich aufgebaut ist, die überall zum Beispiel Auwald ist, wie hier, noch einzelne Strukturen drin hat, die dann halt eben nicht Auwald sind. Und hier, wo dieser Bunker steht mit seinem ganzen Beton und dem ganzen plattgewalzten Boden hier drumherum, der eben entsprechend nicht mehr die natürliche Bodenzusammensetzung hat, sondern irgendwie anders ist, haben wir doch nochmal so einen kleinen Punkt andersartiger Verhältnisse in einem sonst vergleichsweise homogenen Lebensraum. Das bedeutet, hier können dann nochmal zusätzliche Arten vorkommen, die sonst in diesem relativ homogenen Lebensraum keinen Platz finden.
Beispiel. Solche Bunker sind insbesondere im Winter ein beliebter Rückzugsort für Fledermäuse als Winterquartier, wenn sie dann noch ein bisschen intakter sind. Jetzt hier diese Ruine natürlich nicht. In dieser Ruine habe ich aber jetzt diverse Mäuschen gesehen, die da ihre Nester haben. Hier wird es mit Sicherheit auch noch diverse andere kleine Säugetiere geben, die sich hier in irgendeiner Form irgendwelche Höhlchen gegraben haben und sich hier eben entsprechend zurückziehen. Amphibien könnte ich mir gut vorstellen, dass die hier möglicherweise Winterquartiere suchen, weil hier drumherum ist überall Wasser. Diverse Vögelchen könnten sich hier eventuell verstecken und auch die Pflanzen holen sich so nach und nach so stückchenweise den Bunker wieder zurück. Übrigens, für die Pflanzen, jetzt ist hier natürlich kein besonders nährstoffarmer Lebensraum, aber für die Pflanzen ist so ein Betonklotz mitten im Wald auch gar nicht so uninteressant, weil woraus besteht Beton? Na, unter anderem Zement. Und woraus besteht Zement? Unter anderem Kalk. So. Und Kalk wiederum ist halt ein super Dünger und bei den meisten Waldstandorten Deutschlands ist der ziemlich knapp. Heißt, wenn man also einen riesigen Block mit Kalk in den Wald stellt, der nach und nach eben entsprechend seinen Kalk verliert, dann ist das durchaus ein gewisser Düngereffekt für die Pflanzen. Jetzt bringt das natürlich nur denjenigen erstmal was, die direkt um den Kalkblock drumherum stehen, aber die haben ja entsprechend Äste, die weiter wegreichen. Und wenn die jetzt den Kalk, der vom Bunker quasi langsam mit dem Wasser ausgewaschen wird, in den Boden geht, die Pflanzen dann entsprechend das Zeug mit den Wurzeln aufnehmen und entsprechend hoch in die Blätter transportieren und mit den Ästen weiter weg vom Bunker ragen, dann lassen sie den Kalk quasi in Form ihrer Blätter bzw. ihrer Äste, die sie mal fallen lassen, oder wenn sie komplett als ganzer Baum irgendwann umstürzen, transportieren sie den Kalk sozusagen weiter. Das ist ein unglaublich langsamer Prozess, aber das soll einfach nur mal ein bisschen verdeutlichen, dass selbst so ein krasser Betonklotz zu militärischen Zwecken, der hier mitten im jetzigen Naturschutzgebiet mehr oder weniger drin steht, relativ gut immer noch über einen langen Zeitraum von 80 Jahren in die Natur integriert werden kann. So, denn hier wächst mitten zwischen den Trümmern, also wirklich mittendrin, diese alte Weide hier. Die wird kurz nach der Sprengung des Bunkers eben entsprechend gewachsen sein. So vom Alter her kommt das ungefähr hin. Jetzt sind die einzelnen Stämme nicht so besonders dick. Die gehören aber alle zum gleichen Baum. Wenn man jetzt mal hier runter guckt und da hinten geht nochmal ein dicker hoch. Die hat man hier alle eben entsprechend geköpft und dann ist das Ganze wieder ausgetrieben und sieht jetzt entsprechend so aus. Da hinten geht es auch noch mal schön hoch, aber wahrscheinlich bei den nicht so optimalen Wuchsbedingungen, die hier wahrscheinlich nur vorgefunden hat, ist das Ding kurz nach dem Krieg, also kurz nach der Sprengung der Bunker, hier erst gewachsen. Auf jeden Fall ist er älter als die Sprengung der Bunker, was man dann nämlich schön sehen kann. Hier, da wächst nämlich der Stamm sozusagen in den Bunker ein, beziehungsweise der Bunker wird in den Stamm eingewachsen. Und ich finde, das ist einfach ein super schönes Symbol dafür, dass die Natur halt sehr wohl in der Lage ist, sich eben entsprechend solche Sachen in vergleichsweise nur 80 Jahren ganz gut zurückzuholen. Und das, obwohl der Baum entsprechend zurückgeschnitten wurde. Ne? Also das ist schon eine beachtliche Leistung. Und auch hier, der Klotz da hinten könnte sogar ein bisschen von dem Wachstum dieses Baums ein wenig angehoben worden sein. Schauen wir uns das noch mal ein bisschen näher an. Ja, also man kann hier schön sehen, wie sich der Stamm wirklich direkt an den Klotz dran schmiegt und so weit, bis er zum Klotz gewachsen ist, wie nur irgendwie möglich war. Und jetzt da eben entsprechend ganz, ganz, ganz eng anliegt. Also das ist schon interessant. So, und jetzt gucken wir uns noch mal ein bisschen die Umgebung vom Bunker an. Also ich stehe jetzt quasi in die Richtung, die sie wahrscheinlich haben beschießen können mit ihrem entsprechenden MG. Und wir sehen hier eine Art Burggraben als Bunkergraben. Der ist nicht natürlich, der wurde auf jeden Fall angelegt. Da ich keinen Sinn drin sehe, weshalb der sonst hätte angelegt werden sollen als irgendeine militärische Nutzung, wäre es sogar möglich, dass das tatsächlich eine Art Schutzgraben für den Bunker hätte sein sollen, falls da eben entsprechend jemand kommt, dass er sich dem Bunker nicht so schnell nähern kann. Was aber zu Zeiten des Krieges mit Sicherheit nicht da gewesen ist, ist dieser, ja, schon sehr, sehr, sehr naturnahe Auwald, der hier eben entsprechend entstanden ist, weil
Die haben ja Sichtkontakt darüber gebraucht Richtung Frankreich. Sonst hätten sie ja niemals was getroffen, wenn da hier so ein Wald gewesen wäre. Deswegen ist es also auch sehr schön zu sehen, was in den 80 Jahren jetzt seitdem mehr oder weniger hier an einem tollen Wald gewachsen ist. Also der ist nah dran an sehr, 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 sehr natürlichen Strukturen. Ne? Urwald will ich ja wie immer nicht sagen, das ist ein sehr weites Feld, der Begriff Urwald, aber das ist auf jeden Fall ein sehr schöner, sehr naturnaher Auwald, der hier hinter dem Bunker direkt entstanden ist. Und wie gesagt, diese Struktur hier, die ist höchstens eben so alt wie der Krieg.